Also der EJE 112i war damals zu seiner Zeit, als er auf den Markt kam, 2011, das erste Serienflurförderzeug mit Lithium-Ionen-Technologie. Und von daher für uns als Technologiebereich natürlich auch wirklich wichtig. Dieser Ansatz, eine Batterie zu haben, die so klein und leicht ist, dass man sie jederzeit wechseln kann, allein vom Gewicht, das war natürlich schon so ein faszinierender Gedanke. Die Branche, ich würde es mal behaupten, die haben es verschlafen. Ja, die haben das nicht ernst genommen. Es hat lange Zeit gedauert, bis überhaupt irgendjemand auf den Zug aufgesprungen ist. Da waren wir schon wesentlich weiter vorne, da ist ja schon einiges nachgefolgt. Aber zu dem Zeitpunkt war es, wie gesagt, ein Highlight für unsere Kunden. Etwas, das man herzeigen konnte, auch darstellen konnte. Junge eigentlich ist innovativ. Damit waren wir die Ersten im Markt und konnten dann entsprechend auch die Wirkung am Markt, denke ich, ganz gut erzielen. Nämlich die, dass Jungheinrich wahrgenommen wird als technologisches, innovatives Unternehmen. Und wir lernen heute noch daraus, nicht wie eine Batterie von außen aussieht, aber wie eine Batterie zum Beispiel kommunizieren muss, wie man die Lebensdauer einschätzt, wie man testet, bevor man Fahrzeuge in den Markt schiebt. Und das haben wir vielen auch voraus.